In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Arme mit der Hilfe der Kräfte des Oberschenkels bewegen können und wie Sie die innere Kraftverbindung zwischen dem Oberschenkel, dem Schultergürtel und den Armen erleben können. Die vorbereitenden Übungen, die Ihnen helfen werden, die Energie der Oberschenkel mit der Bewegung der Arme zu verbinden, habe ich Ihnen in einem separaten Video gezeigt. Darauf bauen wir jetzt auf. Gehen Sie mit aufrechtem Oberkörper etwas in die Knie, verankern Sie Ihr Bewusstsein im Oberschenkel. Die Arme sind locker vor dem Herz und wenn Sie jetzt Spannung in den Oberschenkel geben, dann sollte es Ihnen gelingen, die ausdehnende Energie bis in die Arme zu übertragen. Sie selber bleiben im Oberschenkel verankert und Sie holen auch mit dem Oberschenkel die Arme wieder zum Körper zurück. Physisch sind Sie im Oberschenkel aktiv. Der Körper gibt bei der richtigen Gegenspannung und Spannung die Vermittlerrolle ab und die Arme werden vom passiven Wahrnehmen mitgenommen und vom Gefühl hinaus und hereingetragen. Vielleicht ist es für Sie etwas überraschend, aber jetzt kommt das Wichtigste. Die Beugung der Beine war auch nur eine Art Vorübung. Eigentlich ist sie gar nicht nötig. Sie stehen mit entspannten Beinen da, spüren den Oberschenkel und führen von dort aus die Arme hinaus und herein. Sie spüren die Muskulatur, sie durchströmen die Muskulatur und es ist nur noch ein feines Wahrnehmen der Kräfte dort unten. Sie sind vor Ort. Und wahrscheinlich merken Sie nachher, dass auch dann die Beine jetzt stark reagieren, warm und lebendig davon werden. Welcher Gewinn entsteht, wenn Sie die Bewegung vom Oberschenkel herführen? Wiederholen Sie einmal die Übung aus dem Vorbereitungsvideo, stehen Sie mit gestreckten Beinen, bewusst gestreckten Beinen einmal da und bewegen Sie die Arme nur hinaus und herein. Entweder die Arme allein oder geführt vom Brustkorb. Wenn Sie dann das ein paar Mal machen und lauschen nach und machen es danach wieder mit in den führenden Oberschenkeln einige Male, dann werden Sie nachher merken, dass bei der Oberschenkelbeteiligung dieser Bereich hier sich viel freier und beweglicher anfühlt. Nach der Übung, aber auch schon währenddessen. Vertrauen Sie darauf, dass die innere Kommunikation zwischen den Körperorten mit der Zeit immer kräftiger und zugänglicher wird. Und Sie werden auch komplexe Bewegungen immer mehr von innen heraus führen können. Bei dieser Übung kann es geschehen, dass Sie plötzlich das Gefühl haben, Ihre Arme werden von außen geführt und bewegen sich ganz schwerelos. Und der Brustkorb und sogar die Beine folgen dieser Bewegung. Wunderbar, dann sind Sie einfach in eine andere Übung gerutscht. Achten Sie einfach darauf, dass sich der Strom trotzdem noch bis in die Beine und Füße fortsetzt. Wie Sie die eine Art, die wir hier in diesem Video unterrichtet haben, und die andere, die auch möglich ist, unterscheidet, finden Sie vielleicht selber heraus. Oder Sie erfahren mehr davon in unseren anderen Videos, zum Beispiel in dem Video, die Arme steigen von alleine.